So, hallo. Ich mag ein kurzes Update geben zu meiner neuen Fotobox. Also die erste war ja relativ mit der heißen Nadel gestrickt und so habe ich mich eben dazu durchgerungen, beschlossen, dass ich eine neue Fotobox mache. Was wir hier sehen, ist der Touchscreen, den ich jetzt mittlerweile habe. Sprich, ich brauche keine Buttons mehr. Man kann alles schön steuern über Touch. Dann sehen wir hier einen Platzhalter für ein Logo. Da kommt später noch eine Diashow hin. Aber momentan sind eben noch keine Bilder da, deswegen ist da jetzt noch das Logo als Platzhalter. Genau, das ist zum Bildschirm. Hier haben wir eine Webcam 720p und eine Spiegelreflexkamera, von der werden nachher die Bilder kommen. Hier haben wir eben eine Webcam zum Live-View erstellen. Genau, und hier oben ist ein Studioblitz und momentan habe ich eben hier die Studioleuchte an, sodass ich eben auch ein bisschen Helligkeit kriege. Die Kamera ist auf dem Blitz gerade noch nicht eingestellt, deswegen sind die Bilder nachher ein bisschen überbelichtet. Fangen wir mal an. Wir drücken auf Start, wir sehen das Live-Bild, spiegelverkehrt, also so, dass es wie ein Spiegel wirkt. Jetzt hat es ausgelöst, wir sehen das Bild und jetzt können wir wählen zwischen Speichern, Drucken und Speichern, Wiederholen ohne zu speichern und Verwerfen. Genau. Wir speichern an der Stelle einfach mal. Zack. Und schauen uns jetzt mal an, wie das aussieht, wenn wir zwei Bilder machen. Auch hier wieder, man sieht den Countdown, man sieht, dass eben der Blitz auslöst und jetzt kommen eben zwei Bilder hintereinander. Und anschließend, nach diesem zweiten Bild, wird eben jetzt eine Collage erstellt. Sprich, die beiden Bilder sind jetzt quasi übereinander. Wir können jetzt wieder auswählen, wie wir es haben wollen. Ich drücke jetzt nochmal auf Speichern und wenn wir jetzt kurz warten, sehen wir, dass eben eine Dia-Show durchläuft. Das sind jetzt 7 Sekunden einprogrammiert. Das kann man natürlich dann noch ändern. So, Bild ist automatisch gedreht. Keine Frage. Jetzt machen wir hier noch vier. Starten das Ganze wieder. Jetzt werden eben viermal die Bilder geschossen. Und auch hier der Countdown ist jetzt natürlich einfach eine Zeit, wo jetzt nicht so lang ist, damit ich gut programmieren kann und testen kann. Das Ganze kann man natürlich dann auch noch ändern. So, jetzt haben wir noch ein Bild vor uns, machen wir noch mal einen Daumen hoch. Fast fertig mit Programmieren. Das Case an sich, sage ich noch kurz dazu. Das Case an sich ist noch nicht final, da kommt noch was anderes hin. Ich wollte aber einfach mal die Proportionen und die Abmaße haben, damit ich sehe, ob das passt. So, wir sehen jetzt alle vier Bilder. Genau, ich könnte jetzt drucken. Ich habe einen Drucker dran geschlossen. Der haut mir dann die Bilder raus. Oder halt wiederholen, wieder vier Bilder machen will ich aber nicht. Wir speichern das Ganze einfach und ich verabschiede mich mit einer kleinen Dia-Show von den Bildern, die wir bisher geschossen haben. Diese Dia-Show übrigens ist randomized, sprich zufällig. Also die Bilder laufen in einer zufälligen Reihenfolge durch, wie man jetzt schon hier ein bisschen erkennen kann. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen.